So ändern Sie die Spracheinstellungen in Windows 11. Der erste Schritt besteht darin, zu überprüfen, ob die Sprache, zu der Sie wechseln möchten, auf Ihrem Windows 11-System verfügbar ist. Gehen Sie zu Einstellungen, klicken Sie auf Zeit und Sprache und wählen Sie dann Sprache und Region. Direkt unter bevorzugte Sprachen sollte die aktuell unterstützte Sprache angezeigt werden. Um eine neue Sprache hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Sprache hinzufügen und eine Liste der verfügbaren Sprachen wird angezeigt. Für jede Sprache gibt es Symbole, die die modifizierbaren Optionen angeben: Anzeigesprache, Text zur Sprache, Spracherkennung und Handschrift. Suchen Sie nach Namen oder blättern Sie durch die Liste, um die gewünschte Sprache zu finden. Klicken Sie auf die Sprache, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Entscheiden Sie, welche Funktionen und Vorlieben Sie nutzen möchten. Dazu gehört auch das Festlegen der neuen Sprache als Anzeigesprache für Ihr System. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Installieren und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Sobald dies erledigt ist, müssen Sie sich abmelden und wieder anmelden, um die neuen Änderungen der Anzeigesprache zu übernehmen. Denken Sie daran, vorher alle geöffneten Arbeiten zu speichern. Wenn Sie sich erneut anmelden, sollte das Betriebssystem in der neu ausgewählten Sprache angezeigt werden. Beachten Sie, dass nicht alle Apps und Systemeinstellungen übersetzt werden, da einige Elemente weiterhin in der vorherigen Sprache oder standardmäßig auf Englisch verfügbar sind. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen oder Fragen haben, können Sie uns jederzeit über soziale Medien kontaktieren, um Unterstützung zu erhalten. Wir haben auch das Dell Community Forum, in dem viele Fragen beantwortet werden. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um Zugriff auf alle unsere Support-Videos zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen!